Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück bei der 5. Episode meiner Let's Play-Serie von Wessel. Ja, wir sind letzte Woche hier stehen geblieben, also dass ich gespielt habe, das ist schon ein bisschen länger her. Das letzte, was wir erreicht hatten, das war hier diese Wasserkontrolle. Haben wir uns zusammengebastelt und damit können wir jetzt Wasser schießen und Wasser aufsaugen. Und so wie das aussieht, müssen wir hier oben Wasser rein. Ah, das sieht doch gut aus. Und, ah ja, da kommt ein Aufzug runter. Sehr schön. Und jetzt wieder hoch, bitte. Bitte, danke. Hallo? Ah, hier ist ein Hebel. Ah, okay. So geht's wieder hoch. Ja, wir hatten ja festgestellt, dass die Fluros sich unkontrolliert vermehren und wollten jetzt irgendwas darüber rausfinden. Das habe ich schon wieder vergessen, ja. Mein Gedächtnis. Nicht gerade das Beste. Huch. So, erstmal meinen Tank auffüllen. So. Und nicht hier hochspringen, sondern da rechts Wasser. Nein, nicht hochspringen, sondern hier rechts Wasser rein. Bitte, danke. So. Naja, genau, dann haben wir die Tür aufgemacht. Den Protoplasma-Kanister haben wir jetzt erreicht. Aha. Mit hoch runter kann ich den Kanister wechseln. Wieso geht es immer wieder hoch? Ah, okay, jetzt haben wir erstmal die Tür aufgemacht. Nein, 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 nein. Nicht weggehen, nicht weggehen, ich will dich noch. Komm her, Protoplasma, komm her, nicht verschwinden. Ich hoffe mal, ich habe da jetzt nicht aus Versehen zu viel von diesem Protoplasma da weggeschossen. Naja, das werden wir feststellen. So, weiter geht's hoch mit dem Aufzug. Und ich frage mich immer noch, wieso unser Protagonist hier unter seiner Werkstatt so ein Tunnelsystem hat. Vielleicht werden wir das ja auch noch im Laufe des Spiels erfahren. So, ein neuer Protokolleintrag. Protoplasma. Oben ist eine Ansammlung von Protoplasma, einer Flüssigkeit zum Verbessern meiner Ausrüstung. Seine Ursprünge stehen irgendwie in Verbindung mit Fluoraktivität, der gesammelten Essenz von Tausenden von Fluoros, die in diesem Labor gearbeitet haben. Es scheint die Eigenschaft lebendiger Zellen aufzuweisen, ohne jegliche gewöhnliche Chemie gemein zu haben. Dieses Plasma bewegt sich irgendwo zwischen lebender Materie und gewöhnlicher Flüssigkeit. Es gibt fundierte Hinweise dafür und ich muss es näher untersuchen. Aha. Also, es lebt, es ist eine Flüssigkeit, aber irgendwie doch nicht. Das sieht lustig aus, wie da das Wasser so übersteht. Aber wahrscheinlich muss ich hier ein Fluo reinwerfen. Na komm. Ja. Ah, das war nicht der Plan. Wieso geht mein Charakter hier nach rechts, sobald ich auf den Knopf nicht stelle? So, jetzt haben wir hier zwei Fluoros und was machen die jetzt? Die sind einfach da. Ah.
Ah, ich verstehe. Das Wasser da war nur dafür da, falls mein Wassertank leer ist. Ah, und jetzt haben wir hier das Protoplasma. Okay. Jetzt haben wir schon einen doppelten Tank vom Protoplasma voll. Ich sehe gerade hier, ist noch der Mauszeiger da. Mach ich mal hier unten in die Ecke. Aber ich weiß immer noch nicht so wirklich, was ich jetzt eigentlich mit diesem Protoplasma überhaupt anfangen kann. Was ich allerdings schon festgestellt habe, so langsam sehe ich auch die schönen X-Symbole, selbst wenn sie ganz klein sind. Also, eins habe ich vorhin schon übersehen. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen. Ah, und da sind wir mit dem Level fertig. Dann bin ich mal gespannt, was es jetzt im nächsten Level so gibt. Ah, und da geht's auch schon weiter. Da hatte ich ja fast schon befürchtet, dass der Ladebildschirm länger dauert. Und ein neuer Protokolleintrag. Verbesserte Ausrüstung. Durch die Protoplasma-Raffinerie kann ich die faszinierenden Eigenschaften von Protoplasma für meine Ausrüstung verwenden und sie verbessern. Ich kann die Erfindung 1 wählen. Ich kann die Erfindung 1 wählen und dann mit ausreichend Protoplasma im Sammlertrichter 2 das Rad drehen, 3, um das Endprodukt zu erzeugen. Aha. Protoplasma in den Trichter, meine Erfindung wählen und am Rad drehen. Hier geht's hoch. Protoplasma in den Trichter. Ups. Ah! Nein! Nicht rausfallen. Das ist auch interessant. Ich brauche 3 Protoplasma-Tanks für die Spritze. Um wahrscheinlich weiter spritzen zu können. 3, um in einem Strahl spritzen zu können, vielleicht. Dann hier 3, aufladen zu können. 3 für... Das könnte dann Protoplasma gewesen sein. Aha, und hier brauche ich einen für irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Das ist wahrscheinlich ein größerer Tank. Ja, versuchen wir es doch einfach mal damit. Jetzt hier rein. Ach, kein Wasser, Mensch. Protoplasma. Also nochmal versuchen. So. Ah ja, okay. Protoplasma ist drin, das ist gewählt. Ah, okay, das macht das Ganze wieder raus. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist gut zu wissen. Dass, falls ich zu viel reingemacht habe, kann ich das auch wieder rausmachen. Okay, nochmal, auf ein neues. Protoplasma rein in den Tank. Wir haben genügend für diese Erfindung. Und jetzt hieß es am Rad drehen. Hallo. Hallo. Wieso kann ich nicht am Rad drehen? Oder muss ich den Tank etwa gar komplett füllen? Hier gibt's noch nichts. Aha. Probieren wir einfach mal mehr in diesen Tank reinzufüllen. Vielleicht ist es ja keine Füllung von meiner Spritze, sondern eine Gesamt... Ach,
nicht Wasser. Protoplasma bitte. Sondern eine gesamte... Ah, es ist eine gesamte Füllung des Tanks. Okay. Wie ich es mir gedacht habe. So, und jetzt kann ich am Rad drehen. Einmal im Kreis und nochmal und weiter. Feuerkreis, dreh dich, wem das was sagt. Und da ist die Erfindung fertig entwickelt. Aha. Und jetzt ist hier unten eine neue Spritze. Neue Düse erhalten. Mit rechts, links die Düse wechseln. Sehr schön. Das wollen wir doch auch gleich mal ausprobieren. Ich habe eine neue Düse. Und was macht diese neue Düse? Einen breiten Strahl. Na komm schon. Komm her, Wasser. Okay, jetzt kann ich in einen breiten Strahl Wasser spritzen. Und was bringt mir das? Schönes Hintergrundbild. Auch wenn ich da nicht einfach so rausspringen will. Gab's hier links noch was? Hier ging's eine Leiter hoch, aber da kam ich ja eigentlich her, oder nicht? Oder bin ich von unten nach oben geklettert? Das sieht fast so aus. Oh je, eine Tafel. Was haben wir hier? Knöpfe und Pumpen und... Aha, da kommt Dampf raus. Da kommt Dampf raus. Da kommt Dampf raus. Ah, mehr Dampf. Wer hätte es erwartet? Neuer Protokolleintrag. Reparatur der Fabrik. Ich habe Berichte aus einer Fabrik erhalten, dass ihre Fluoros nicht richtig funktionieren. Sie bedienen die Ausstattung unkontrolliert, vermischen sich mit gefährlichen Flüssigkeiten und erzwingen die Evakuierung der Anlage. Es gibt sogar Berichte über komplett neue Formen von Fluoros. Das ist natürlich absurd, es gibt nur eine Art von Fluoros, die meiner ursprünglichen Erfindung. Als Erfinder dieser Maschine muss ich mich zu der Fabrik begeben und sie wieder betriebsfähig machen. Aha. Mutieren da etwa gar die Fluoros? Dazu muss ich wahrscheinlich hier raus. Aha, das ist schön. Hier kann ich einen Fluorosamen hinlegen und dann stellt er sich gleich da drauf, genau was ich wollte. Dann kann ich nämlich hier meinen Wassertank voll machen. Ups. Oh, das war nicht Plan. Na, ist das ein fertiges Fluoro? Ja, das ist ein fertiges Fluoro. So. Wir haben ein Sigma von T ist gleich ein drehendes Rad. Das wird wahrscheinlich das Ding hier rechts sein. Ja, nicht runterfallen. Zum Glück gibt's in diesem Spiel keinen Fallschaden. Wir haben hier einen Schalter. Aha. Der macht hier diese Tür auf. Oho. Kann ich da Wasser reinspritzen? Aha. Und hier haben wir noch einen Schalter. Da kann ich auch Wasser reinspritzen. Und wo geht das Wasser dann hin? Ich habe keine Ahnung. So, was gibt's da oben noch Schönes? Aussicht! Das ist schön. Die Aussichtsplattform in der Kuppel meiner Fabrik. Das könnte fast das Reichstagsgebäude sein. Mit der Kuppel oben drauf. Ah... Ha, hier habe ich anscheinend gerade mal schnell ein paar Formeln entwickelt und die zusammengebastelt. Und dafür gibt's einen neuen Protokolleintrag. Fertigstellung des Beschleunigers. Meine nächste Erfindung, aber mir fehlt das Material... meine nächste Erfindung, aber mir fehlt das Material zur Fertigstellung.
Ich muss es außerhalb meines Labors finden. Beim Fluoro habe ich die Macht der Flüssigkeit in einer Form konzentriert, die der Menschheit dienen sollte. Dennoch sind sie klar beschränkt. Mit dem Beschleuniger werde ich diese Einschränkungen überwinden und den Fluoro-Effekt um ein Vielfaches multiplizieren können. Welche Mängel Fluoros auch besitzen, diese Maschine wird sie überwinden und die Lücke zwischen Fluoros und Lebewesen schließen. Es wird meine größte Erfindung sein und die Lösung für alle Probleme dieser modernen Welt. Ah, interessant. Also eine neue Erfindung, die Fluoros noch menschlicher machen soll und damit alle Probleme der Welt lösen soll. Was habe ich da gerade gemacht? Der Beschleuniger dreht sich. Aha, aha, aha. Dann versuchen wir das doch mal so. Naja, aber der Protagonist sagt ja schon, dass ich die Materialien dafür außerhalb finden muss. Was ich natürlich versuchen kann, ist... über den Rücken. Hier meinen Wassertank aufzufüllen. Dann gehe ich nochmal hier nach rechts. Und starte den Beschleuniger. Der nicht gerade wieder ausgegangen ist. Und versuch mal, was dann passiert, wenn ich da oben die Fluoroflüssigkeit reinmache. Ob das irgendeine Auswirkung hat oder nicht. Noch eine Etage tiefer, bitte. Na, kurbeln, 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 kurbeln und voll aufgeladen. Achtung, Achtung, der Beschleuniger wird gleich in Betrieb gesetzt. Wir schließen die Ladeklappen und... cool. Das sieht ja schon mal verdammt schick aus. Aber so wie es aussieht, hat es keine wirkliche Wirkung, sondern wir brauchen noch mehr Materialien hierfür, um hier neue Objekte erstellen zu können. Und ich nehme mal an, dass es diese Materialien dann hier außerhalb gibt. Das heißt, wenn ich hier die Tür aufgemacht habe. Das werde ich jetzt noch tun. Und das wird dann... Oje. Wie ich sehe, mit dieser Düse kann ich nicht so weit spritzen. Aber mit dieser geht's. So, aber was wir jetzt hier außerhalb der Fabrik antreffen werden, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.